Herzlich willkommen in der Wiener Bücherbar Phil zu einer neuen Ausgabe unserer Literatursendung Lesart. Begrüßen Sie also mit mir Karin Duwe, bitte. Herzlich willkommen. Roger Willemsen, Günther Wallraff. Herr Wallraff, wenn stimmt, was in den Zeitungen steht, haben Sie nicht nur eine Aversion gegen Geburtstage, sondern Sie hassen sie richtig. Der 70. vergangene Monat. Ich lasse mich nicht so gern feiern. Außerdem ist es kein Verdienst, so alt zu werden. Ich konnte mir nie vorstellen, überhaupt jemals 70 zu werden. Ja. Was war Ihre höchste Erwartung? Ja, bei 30 dachte ich, vielleicht werde ich noch 40. Bei 40 dachte ich, oh, 50 ist so eine Schwellenangst. Ne? Jetzt bin ich, habe ich das überschritten, jetzt sage ich mir, 3-5 Jahre habe ich noch was vor. Ne? Und dann ist es immer ein Geschenk dazu. Will man in Skandinavien die Tätigkeit eines Undercover-Journalisten beschreiben, so nennt man das Wallraffen. Einfacher lässt sich der Status von Günther Wallraff als Journalistenlegende wirklich nicht auf den Punkt bringen. Herr Wallraff, Roger Willemsen hat ein Buch geschrieben, das heißt Momentum. Ich will mir das für den heutigen Abend leihen. Da geht es darum, dass er schildert Augenblicke eines Lebens, die entweder eine Entscheidung in eine gewisse Richtung bringen oder in der viel kondensiert. Wenn Sie jetzt auf Ihre fast 50-jährige journalistische Tätigkeit zurückschauen, gab es so einen Moment, in dem Sie in die Richtung buxiert wurden, in der Sie dann als Undercover-Journalist unterwegs waren? Ja, ich würde heute sagen, das habe ich der Bundeswehr zu verdanken. Ja? Das war eine Zeit, als die deutsche Armee noch von alten Nazis beherrscht war, mehrheitlich, und ich war Kriegsdienstverweigerer. Hatte mich auf christliche Prinzipien, auf Gandhi, heute noch eine große Orientierung, gewaltfreier Widerstand berufen und wurde dann 10 Monate lang mit Willensbrechungsmethoden, ja, versuchte man mich fertig zu machen und kam dann zu guter Letzt in die psychiatrische Abteilung des Bundeswehrlazaretts zu Koblenz, um mich da als Geisteskranken abzustempeln. Ich hatte mich bis zuletzt geweigert, ein Gewehr zu nehmen. Und dann bekam ich allerdings einen Ehrentitel, den Ehrentitel Abnorme Persönlichkeit für Krieg und Frieden untauglich. Und das war eigentlich die beste Voraussetzung, um so eine Arbeit dann fortzusetzen. Ich war vorher experimenteller Lyriker, war auch nicht das Schlechteste. Oder wäre vielleicht ein leichterer Weg gewesen. Und so hat sich dann diese Arbeit entwickelt. Sie sind 1985 ist Ihr großer Bestseller erschienen, ganz unten. Und dann ist in den letzten knapp 20 Jahren bis 2007 ein bisschen still geworden in der Öffentlichkeit. Was war in diesen 20 Jahren? Was ist da passiert? Ich hatte gesundheitliche Probleme. Aufgrund Ihrer Recherchen herbeigeführt? Also ich hatte, da kam einiges zusammen. Das brauchte Zeit. In der Zwischenzeit war ich nicht untätig. Ich habe eine Stiftung gegründet. Zusammenleben habe ich über 1 Million reingesteckt, wo dann auch andere ehemalige Arbeitskollegen von profitierten, Wohnungen und ein Kommunikationszentrum, Begegnungszentrum, und habe auch Sachen herausgegeben. Also ich habe einiges gemacht, aber ich konnte mich nicht mehr in diesen Rollen so aussetzen, wie es jetzt wieder möglich ist. Eine Neuauflage Ihres Buchs hat Ihnen Ihr Verlag Kiwi zum 70. geschenkt, unter Anführungszeichen. Der Klassiker, der Aufmacher, der Mann, der bei Bild Hans Esser war. Es ist ein interessanter Stempel drauf, da steht drauf, die Originalausgabe unzensiert. Welche Stellen darf man denn jetzt, seit 1977 ist es das erste Mal erschienen, welche Stellen kann man denn jetzt zum ersten Mal lesen? Ich meine, das Buch war ja über Dutzende Prozesse. Die Bild-Zeitung hat immer wieder neue Prozesse veranstaltet, um letztlich auch Prozesskosten, mich damit mürbe zu machen. 250.000 D-Mark damals, die Leser haben ja die Prozesse finanziert. In letzter Instanz gab es ein Urteil des Bundesgerichtshofs, des obersten Gerichts, die erklärten, da es sich bei der Bild-Zeitung um eine Fehlentwicklung im deutschen Journalismus handelt, müsse meine Methode auch mit anderen Papieren, anderen Identitäten beizukommen, legitim sein. Und jetzt hat mein Verlag, ich habe das vorher nicht gewusst, war ein Geburtstagsgeschenk, die unzensierte Ausgabe rausgebracht, um mal zu sehen, reagiert Bild. Und siehe da, sie haben es hingenommen. Sie haben auch gelernt. Sie haben dazugelernt. Welche Ihrer vielen Rollen, Sie haben gespielt aus dem Callcenter, jemanden, einen schwarzen Asylsuchenden. Welche Rolle ist Ihnen denn während des Spielens, unter Anführungszeichen, immer am fremdesten geblieben und welche war Ihnen am vertrautesten? Puh, das ist so, als wenn Sie mich fragen, welche meiner 5 Töchter ist mir am nächsten und am fremdesten. Ich weiß nicht, alle sind mir sehr nah. Ja? Wie gefällt Ihnen denn die Rolle als Günther Wallraff? Da tue ich mich schon mal schwer mit. Ne? Aber, warum? Also ohne Spaß jetzt. Ich habe mich gefunden. Durch die Rollen ist auch eine Art Selbstfindung mit verbunden. Ich war ursprünglich ein eher introvertierter, fast scheuer Mensch meiner Jugend. Und ich glaube, ich habe durch dieses Rollenspiel überhaupt eine Zugehörigkeit, eine Identität, ein Selbstbewusstsein entwickelt. Ich weiß, was ich ausrichten kann. Ich setze das ein. Ich kann mich nützlich machen. Und ich erreiche auch was. Ich habe
viel mehr erreicht, als ich es mir vorher vorstellen konnte. Nicht jetzt in äußerem Erfolg, sondern in Wirkungen. Menschen sprechen mich an und sagen, deine Arbeit, deine Bücher haben mich dazu geführt, Zivilcourage und so weiter auch einzusetzen. Heinrich Böll hat damals, war ein früher Förderer von Ihnen, gesagt, schafft mindestens ein Dutzend Wahlraffs. Das ist ja nicht wirklich gelungen. Gibt es ein paar Nachfolge von Ihnen? Oder sollen wir sie nicht kennen? Weil man kann es nicht lehren. Es ist gehört eine Obsession, fast eine Verrücktheit dazu. Aber im Ausland habe ich Nachfolger. In Mexiko. Lydia Cacho zum Beispiel, beruft sie auf meine Arbeit, ich habe Studentin da kennengelernt, das Buch Versklavt, auch in Deutsch erschienen, unter Lebensgefahr gemacht. Und ich habe jetzt noch ein Büro gegründet, Workwatch, wo ich zwar nicht meine Methode des Undercover-Recherchierens lehre, das kann man nicht lehren, das muss einer selbst mit allen Widrigkeiten auf sich nehmen, aber hier werden andere vernetzt, um Menschen zu helfen. Weil im Vorstadium kann man viel mehr machen, da muss ich es gar nicht veröffentlichen, da rufe ich an bei... Ich kriege jede Woche Dutzende Zuschriften von Unrechtsfällen, von ganz gravierenden Missständen. Und dann rufe ich an oder schreibe den Personalchef und sage, bring das doch in Ordnung. Dann muss ich es nicht veröffentlichen. Und dann passiert es sehr häufig. Herr Willemsen, es ist zu lesen, dass Sie kein großer Freund von technischen Geräten sind. Handy, haben Sie keines? E-Book, haben Sie dabei? Nein, habe ich nicht dabei. Ich bin in einem so angenehmen Raum, wo es so viele Bücher noch gibt. Warum soll ich denn, und ich gucke in Ihr Gesicht, das für mich ein Buch mit 7 Siegeln ist, warum soll ich ein E-Book bei mir haben? Ein E-Ankovic, der wäre mir so unangenehm. Sie duften auch besser. Sie sind auch besser frisiert. Soll ich weitermachen? Sie versammeln in Ihrem Buch wunderbare einzelne kleine Geschichten. Welche Aufnahmeprüfung mussten denn diese Geschichten ablegen, damit sie ins Buch durften? Was ist denn, weil sie so thematisch so weit gestreckt sind zwischen Afghanistan? Die Überzeugung bei dem Buch ist, wenn ich das Leben nicht verlängern kann, kann ich es doch verdichten. Also mussten die Szenen in irgendeiner Weise eine so starke Anhaftung an meine eigene Biografie haben, dass ich sagen würde, über sie erinnere ich mein ganzes Leben. Haben Sie das absolute Gedächtnis oder schleppen Sie Notizbücher? Schleppe ich mit mir rum. Weil ununterbrochen. Also ich notiere eigentlich immer. Ich könnte Ihnen auch sagen, wie eine Limonade in Kanton in den 70er Jahren geschmeckt und geheißen hat. Sie haben in einem Interview gesagt, Sie fühlen sich im Halbliterarischen, als Sie das bezeichnen, recht wohl. Nein, ganz recht, weil in dem Augenblick, wo Sie versuchen, mit einer Sache genau zu sein, werden Sie sehr schnell literarisch sprechen müssen. Sie waren 3 Jahre in London. Haben Sie gesagt, und haben dort versucht, ein Buch zu schreiben. War das dieser ominöse Roman, an den Sie sich bis heute nicht trauen? Das stimmt. Das stimmt. Okay. Das Buch würde mindestens 800 Seiten dick und ich bin schlicht nicht in der Lage, es zu vollenden. Das heißt, die Parasiten, ich stelle es zur Verfügung. Okay. Aber man könnte es vielleicht im Internet fertig schreiben lassen von ein paar Leuten. Ja, gerne. Menschen, die auf Ordnung fokussiert sind in Büchern, die einen gerne einen Anfang und Ende haben, werden mit ihrem Buch nicht so fröhlich sein, obwohl man, wenn man es liest, das Gefühl hat, es klumpt sich so quasi um einzelne thematische Dinge, um Beziehungsgeschichten, um Reisegeschichten und am Schluss um Abschied nehmen. Ist das jetzt mein Phantomschmerz an Ordnung, der unbedingt eine haben will, oder hat es eine heimliche Ordnung? Ich glaube, ganz im Ernst, dass es innen etwas genauer gebaut ist, als man ihm zunächst ansieht. Es gibt keine fühlbare Ordnung in diesem Leben. Wir orientieren uns gerne an den bürokratischen Daten, aber wir fühlen sie nicht. Wir müssten viel eher sagen, was hat denn wirklich persönliche Erfahrung ausgemacht, im Gegensatz zum bloßen Erleben. Eine der allerersten Erinnerungen meines Lebens, ohne Pointe, ist, dass ich auf einem Schloss groß geworden, und zwar in einem ganz armen Trakt. Mein Vater war Maler, konnte sich das nicht leisten. Und wir stehen in einem Sommerregen in der Tür. Mein Bruder ist älter als ich. Ich stehe als Pimpf daneben. Und mein Vater sagt, wer traut sich, in diesen Regen hineinzulaufen? Und ich rase los. Und mein Bruder läuft überhaupt nicht mit, sondern ich rase in diesen Regen raus, auf die andere Seite des Hofes, das Fenster öffnet sich, die Fürstin erscheint am Fenster, die sich nur sehr selten zeigte, und sie reichte mir, nachdem sie die Szene beobachtet hatte, an einem langen, speckigen Arm eine Orange. Und es ist ein Fetisch meines Lebens geblieben, nicht die Orange, aber der speckige Arm. Der dreifache Triumph, die Orange gewonnen zu haben, gegen den Bruder gewonnen zu haben, vor den Augen des Vaters gewonnen zu haben und dann als Trophäe den speckigen Arm der Fürstin nach Hause zu bringen, das prägt mich noch heute. Und die Leserichtung des Buchs, vorne anfangen, hinten raus, unbedingt. Oder ist egal? Nein, unbedingt. Vorne anfangen, hinten raus. Bin ich jetzt enttäuscht, ich dachte, man darf rumhüpfen drin. Sie dürfen, wenn Sie es einmal so gemacht haben, dürfen Sie es wieder. Gut. Fotografieren Sie unterwegs auch? Weil manchmal haben Sie als Erinnerungsstütze Fotos gehabt. Sie haben begonnen mit meiner Abneigung gegen bestimmte technische Geräte. Ich habe keine Abneigung gegen die Fotokamera, aber ich fotografiere nie. Okay. Ich lasse mich aussetzen vor einer Landschaft, schreibe und lasse mich wieder einsammeln. Es gibt eine wunderschöne Notiz drinnen über den Tag der unbotmäßigen Handlungen. Oh ja. Als Ihnen so quasi die Ereignisse ausgegangen sind, haben Sie unbotmäßige Handlungen begangen. Ja, ich habe einer Frau
gesagt, sie haben mehrere Frisuren auf dem Kopf. Und dann einfach geguckt, wie die aussieht. Haben Sie Schwierigkeiten bekommen oder hat man dann kriegt man mal, im Rheinland sagt man, würde es an meiner Knospe riechen. Okay. Ja. Auf Seite 266 steht, euphorische Aufwallung bei dem Gedanken, ich werde wieder andere Menschen kennenlernen, unvorhersehbar. Ist das ein wesentliches Motiv für Ihre Reisen? Ja, das ist es. Also die Möglichkeit auf Reisen, andere Lebensräume zu betreten. Ich habe nicht umsonst in die Enden der Welt als Motto gesetzt von John Steinbeck, ich erkläre mir meine Rastlosigkeit so, ich habe noch nicht jedes Zuhause gesehen. Mhm. Und der Versuch, sich zu beheimaten oder auch das Zuhause anderer Menschen kennenzulernen, ist Teil der Selbsterneuerung. Mhm. Hört man auf mit ihr, vergreist man. Ist das Ihre Grundhaltung beim Reisen, diese Zwecklosigkeit? Also vor allen Dingen bin ich nicht überzeugt, dass wir Kunstdenkmäler vor allen Dingen bereisen. Ich glaube manchmal, dass die Ankunft ist eine Umarmung, ein Duft, eine Situation, eine Lichtstimmung oder so etwas. Mhm. Und ich erinnere mich, dass ich in Afghanistan in ein Flüchtlingslager kam und es war Schnee und die Kinder standen in Flipflops im Schnee und ein Junge rief mich an und sagte, Hello Mister, what's your matter? Und ich sagte, no matter. Und er sagte, so what are you doing here? Und ich sage, just visiting. Und er dreht sich um zu seinem Freund und sagt, look, first tourist. Heute erst ausgeliefert wurde das Buch unseres nächsten Gastes. Es trägt seine Grundstimmung bereits im Titel, denn es heißt Grimm. Frau Duwe, in einem Brief an einen Freund haben Sie geschrieben, ein Schriftsteller darf keine Angst haben, eine lächerliche Figur abzugeben. In welchen Momenten müssen Sie sich denn an diese schriftstellerische Maxime erinnern? Also zum Beispiel, als ich mich entschieden habe, tatsächlich dieses Buch Anständig Essen zu schreiben, weil ich da wirklich gedacht habe, ah, das ist so ein ganz undankbares Thema. Das konnte man einfach noch nicht vorhersehen, dass das tatsächlich auch ein gesellschaftliches Thema wird. Also das habe ich zwar sehr früh gesagt, da war ich, glaube ich, 22. Mhm. Da sagt man ja gern mal so ganz forsche Sätze. Aber ich finde, es gilt immer noch, man muss das wirklich tun, wo das eigene Herz dran hängt, was einem wichtig ist. Und notfalls Augen zu und durch und es hilft nichts, irgendeiner anderen Sache nachzuhängen. Haben Sie sich da dem Günter Wallraff nahe gefühlt? Weil in Ihrem Buch über das anständige Essen haben Sie ja auch einen Selbstversuch. Sie haben sich ja direkt hineinbegeben in die Realität und dort das gelebt, nicht nur darüber theoretisiert. Sie hätten ja was recherchieren können. Ja, ich habe ihn sogar angerufen. Ah. Ich wollte eigentlich noch in so einem Fleischbetrieb arbeiten und dann hat er mir auch erklärt, wie ich es hätte anstellen sollen. Und dann habe ich aber Keuchhusten bekommen. Was irgendwie die Chance ist, glaube ich, 1 zu 200.000. Aber ich habe es in dem Moment gekriegt und damit war das Arbeiten in der Lebensmittelbranche dann für mich erledigt. Das ist ein Bestseller und man kann davon ausgehen, dass das das Bewusstsein von vielen Menschen verändert hat. In Ihrem neuen Buch, den Grimm, schreiben Sie 5 Grimmsche Märchen um. 4 Klassiker, Schneewittchen, Froschkönig, Dornröschen und Rotkäppchen. Aber ein etwas Außergewöhnliches ist dabei, nämlich dieser Bruder Lustig. Eigentlich kein geläufiges. Erstens, warum auf dieses Märchen verfallen? Und zweitens, Sie tauschen da Petrus gegen Jesus aus. Also den Wechsel im Personal habe ich halt gemerkt, dass den eigentlich die Brüder Grimm nämlich gemacht haben. Es gibt dieses Märchen in verschiedenen Varianten. Mhm. Da geht es halt darum, dass Jesus auf der Welt herumläuft, versucht, also zu Zeiten, als unser Herrgott noch auf Erden wandelte, so fängt das an, und er versucht halt einem unglaublich verlogenen, aber trotzdem nicht ganz unsympathischen Soldaten den Weg ins Himmelreich zu ebnen, was der aber ständig boykottiert und wieder zunichte macht. Und bei ganz vielen anderen ist das tatsächlich Jesus, der damit zu tun hat. Also. Und ich glaube, den Brüdern Grimm war die Sache nachher zu heiß, weil der wirklich auch daran so verzweifelt. Und ich finde es aber ganz charmant, dass es so ein Märchen gibt und diese Idee, dass ein Gott eben bei der Menschwerdung auch wirklich diese ganzen Schwächen der Menschheit mit durchmachen muss. Den versöhnlichsten Schluss fand ich den von Dornröschen, als sie mal ausspinnen, wie es ist, wenn man aufeinander 100 Jahre warten muss. Der Prinzessin und Prinz bekommen sich am Schluss äußerlich relativ jung, aber innerlich über 115, 120 Jahre alt. Hat den großen Vorteil, dass sie am Schluss wissen, warum sie einander lieben und sich keine Illusionen machen, ist so quasi das Ideal einer funktionierenden Beziehung nur mehr Märchen in dieser märchenhaft einfachen Art und Weise darstellbar. Ich finde, dass die Märchen gar nicht so romantisch sind. In diesem Fall schon, weil die normalen Märchen sind ja meistens, der Prinz kommt in den Wald geritten, sieht da irgendwo meistens auch noch schlafend die Prinzessin, haben nie ein Wort miteinander gesprochen, sie wacht auf und er sagt, willst du meine Frau werden mit mir auf mein Schloss? Und sie sagt, ja, und ich finde, das ist eine schlechte Basis. Und deswegen habe ich denen dann irgendwie ein bisschen mehr zugestanden und lass auch mal was schief gehen und dann über andere Ecken, dass wir besser werden. Aber eben manchmal auch, dass es wirklich eben schief geht, weil sowas kann nur schief gehen. Ja.